Hier ein Beispiel für angewandte Regelungstechnik. Wir starten also Seekers Lab. Das ist hier geschehen. Und öffnen den grafischen Editor Seekers. Das ist im Prinzip ein weißes Blatt Papier, wo wir jetzt über die Palette verschiedene Funktionen hinzufügen können, die ist hier geöffnet als Baum. Dort sehen wir Quellen und Ziele. Wenn wir überlegen, dass wir gern einen Pegel von einem Promille erreichen möchten, zum Partybeginn kommen wir, haben 0 Promille und möchten dann schlagartig auf 1 Promille. Wir nehmen nach einer Minute möchten wir, haben wir den Wunsch, von 0 auf 1 Promille zu kommen. Das ist die Quelle unseres Antriebs. Was brauchen wir noch? Ein Zink, also eine Überwachungseinrichtung. Das ist sozusagen die Freundin, die uns beobachtet. Jetzt müssen wir das System Mensch beschreiben, linear, mit einer Übertragungsfunktion. Das ist dieses Beispiel. Und wie in dem Link zu sehen war, mit einer Zeitkonstante von ungefähr 30 Minuten. Das ist also hier Zähler und Nenner. Eine sogenannte PT1-Übertragungsfunktion, 1 durch 1 plus 30 mal s. 30 ist die Zeitkonstante, diesmal in Minuten. Was brauchen wir noch? Eine Regeleinrichtung, nehme ich in dem Fall mal einfach proportional an. Und damit es eine Regelung wird, muss natürlich Soll und Ist verglichen werden. Und nicht zu vergessen, das Problem, dass der Alkohol nicht sofort übergeht ins Blut, sondern dass es dafür eine Weile braucht. Und wir nehmen jetzt als Beispiel mal 10 Minuten. Also ein Delay von 10 Minuten. Jetzt verbinden wir alles. Wunderbar, ein Regelkreis. Ich nenne das Soll. Promille. Das ist. Promille. Dieses PT1 ist der Mensch. Und das hier ist die Verzögerung, mit der wir die Alkoholaufnahme registrieren. So, was haben wir also? Eine Sollvorgabe, die wird umgesetzt. Wir trinken ein Bier. Der Alkohol geht in den Menschen. Der hat eine Zeitkonstante von 30, siehe der Link. Und das können wir uns hier angucken. Und der Ist-Alkohol, also der Ist-Promillewert, wird zurückgeführt und verglichen mit dem Soll-Promillewert. Und die Differenz wird von dem Regler, das heißt unsere Einstellung auf der Party, umgesetzt. Schauen wir uns mal die Simulation an, was hier passiert. Aha, ist noch nicht so viel zu sehen. Ich werde also die Skalierung nochmal ändern. Minimum 0 Promille, Maximum 2 Promille. Refresh-Periode machen wir mal 6, 3 Stunden auf einer Party. Das ist okay, damit kann man leben.
Mal Simulation. Aha, wir sehen, okay, Promillepegel steigt, alles okay. Damit kann man leben. Was passiert jetzt also, wenn man es zu energisch angeht? Also das heißt, ich trinke nicht nur ein Bier, wenn ich das gerne möchte, sondern ich trinke mal vier Bier. Wenn ich merke, ich bin nüchtern, schütte ich mir erstmal schnell vier Bier rein. Was passiert? Aha. Die Regelstrecke wird schon leicht instabil. Wir sehen also, wir gehen innerhalb von 20 Minuten auf 1,4 Promille. Dann fällt der Pegel wieder. Ist also eine kontinuierliche Regelung. Das heißt, ja, das ist die Regelung. Das heißt, man müsste kontinuierlich trinken, mal mehr, mal weniger. Das klappt natürlich nicht. Das ist jetzt hier sehr vereinfacht dargestellt. Woher kommt jetzt diese Instabilität? Ganz einfach aus dieser Zeitverzögerung. Wir merken also nicht sofort, welche Auswirkungen der Alkohol hat, sondern erst mit einer Zeitverzögerung von 10 Minuten. Wenn man jetzt sagt, okay, man ist jetzt eine Stunde zu spät auf die Party gekommen, man holt jetzt richtig was auf und trinkt mal 6 Bier auf Ex, dann sieht man, ist der Abend relativ schnell beendet. Ein sehr einfaches Beispiel. Angewandte Regelungstechnik.